Moin Leute, hier zurück bei Destiny 2 mit meinem Warlock hier in seinem Wochenloot. Es gibt ja eigentlich nicht viele neue News im Moment, außer dass jetzt am 3. Juni ein Patch rauskommt, der die Stasis endlich mal ordentlich nerft. Gibt ja schon einige sehr viele Eckdaten. Link in der Beschreibung zu meinem Ohr, wo alles genau erklärt wird, was gemacht werden soll und auch gemacht werden wird, hoffentlich. Ja, und sonst gibt es halt im Raid, in dem neuen alten Raid, gelesen in der Kammer, gibt es ja einen Sniper, wo ich den Namen jetzt leider vergessen habe, aber die soll ein DPS-Monster für PvE sein. Wenn ihr die habt, auf jeden Fall erstmal behalten. Da muss ich halt auch nochmal rein in den Raid, in den neueren. Aber das kommt alles noch. Wie gesagt, im Moment ist das Wetter einfach schön geworden. Da rennt lieber draußen rum, als hier auf dem Planeten bei Destiny 2. So sieht es nämlich im Moment aus. Ja, und sonst natürlich immer die Händler abgrasen, jedes Mal, um da eventuell nochmal gute Mods rauszuziehen. Bei Ada One und bei Benji, wie gesagt, die haben verschiedene Mods mittlerweile. Bei Test natürlich nochmal vorbeischauen, ob ihr irgendwas haben möchtet, was ihr gebrauchen könnt. Wie gesagt, von Char zu Char gibt es ja zum Teil ein bisschen andere Angebote, wie gesagt, aber auf jeden Fall Empfehlung ist immer noch Teleport-Effekt hier. Transportmittel kann sich auch überlegen, bin ich auch immer noch am überlegen, ob ich mir das hole. Und natürlich hier immer die Char- oder Charakter-exklusiven Warlock, Jäger und Titan-Ornament. Hier ist einmal für Sturmtänzer, Strebe, einmal hier Induktionszeremonie. Finde ich ganz geil eigentlich, oder? Das hat schon was. Ich glaube, das Ding hole ich mir auch. Kostet 1500 Glanzstopp, aber ich finde das ganz gut, deswegen hole ich mir das noch für den Warlock ab. Beim Jäger weiß ich gerade nicht, was da ist. Ja, was da ist, aber müsst ihr halt immer, wie gesagt, immer gucken. Es ist halt einfach essentiell und wichtig, dass ihr da immer alles abgrast mit jedem Charakter, den ihr spielt. Kurz aber Test vorbeigehen oder halt direkt in den Shop gehen. Ihr könnt ja auch, wie gesagt, den Shop so aufrufen, ne? Geht auch über die über das Menü hier, aber ich gehe lieber immer persönlich vorbei, warum, keine Ahnung. So, Power Level beim Charakter Warlock, sieht im Moment so aus. 1315 Ausrüstung ist im Moment mein eigentliches mächtige Ausrüstung Level sozusagen, alle Rüstungen mit mächtiger Ausrüstung kommen auf diesem Level gedroppt, plus 14er Bonus. So, ich guck mal, ob ich noch was Höheres rauskriege, wahrscheinlich nicht. Ne, kriege ich nicht. Sonst habe ich hier auch alles auf 1315, ne, hier, 14. Okay, die Schuhe könnte ich mir vielleicht noch mal eben kurz ziehen. Da muss ich mal eben kurz noch mal über die App das mal eben machen. Wie gesagt, der alte Season Pass lässt sich immer noch looten. Nicht vergessen, ihr geht einfach auf die Destiny 2, normale App von Bungie. Dann auf Seasons und ganz oben steht klein Saison der auserwählten, unbeanspruchte Prämien. Da geht ihr dann rauf und dann könnt ihr gucken, ob ihr noch irgendwas übrig habt. Ich brauche jetzt halt Schuhe. Mal gucken, ob ich noch Schuhe habe. Ja, habe ich noch. Gut, so. Ne, jetzt aber ein Jäger. Ach Mist, falschen ausgewählt. Ja, dann müsst ihr auch darauf achten, welche ihr oben ausgewählt habt. Ich hatte jetzt einen Jäger drin, habe ich mir erstmal die Schuhe gegönnt beim Jäger. Läuft. Genau so soll es nämlich nicht sein. Da. So, dann könnt ihr da noch ein bisschen ausgleichen, wie gesagt. Die Werte sind eigentlich ganz gut von dem Schuh. Gar nicht schlecht eigentlich. Egal, ich will es trotzdem infundieren. Ich habe keine Ressourcen, gut, habe noch genug Ressourcen, aber keine Lust, das was zu kaufen. So, dann haben wir das jetzt auch noch hochgezogen. Das bleibt aber alles so, wie es ist. So, jetzt müsst ihr erstmal mächtige Spitzensrüstung wieder zusammen fummeln. Das heißt, ich gehe jetzt hier hin. Das ist nämlich Spitzensrüstung plus 1. Die haben immer noch das nicht geändert. Steht mächtige Ausrüstung dran. Und dann in der Helm haben sie es ja auch gepatcht, dass jetzt hier das Spleißer-Servitor hier einmal auch Spitzensrüstung droppt. Und das werden wir jetzt eben kurz erstmal abholen und danach den Rest. Wie gesagt, eventuell schaffe ich noch ein Power-Level höher auf 1.900. 16 und dann droppt die ganze mächtige Ausrüstung, die hier noch abzuholen ist von den NPCs, dann auch mit den mächtigen Ausrüstungs-Power-Level und zwar 1316. Dann kann ich dann da eventuell wieder was rausziehen. Mal gucken. Also ich bin auf einem guten Weg, wie gesagt. Ich habe jetzt aber ungefähr so 3 Tage nicht wirklich gespielt. Dafür habe ich aber 2 Tage richtig durchgepowert. Ja, und deswegen habe ich eigentlich Aktivität nicht gemacht. Mein Internet ging aber auch nicht, müsst ihr zusagen, ja. 3 Tage war mein Internet komplett lost, da ging gar nichts, der Upload war komplett gestört. Hier war ein Rückwegstörer aktiv in der ganzen Gegend hier. Das heißt, der Upload war so gestört, dass ich selbst nicht richtig telefonieren konnte, weil es ja alles Voice over IP. So, ja, hier, guck mal, da habe ich mein Power Level erreicht. GZ sagt man da erstmal jetzt, genau. So, jetzt heißt es, ich kann wieder nur noch, jetzt kriege ich jetzt halt 1316er Power Level Sachen. Das ist eigentlich ziemlich gut, wie gesagt. Deswegen kann ich jetzt auch erstmal hier die mächtige Ausrüstung abholen. Oder gehe ich nochmal erst noch in die Hände? Nee. Ich hole jetzt schon mal ab. Wie gesagt, ich glaube, noch ein Power-Level schaffe ich jetzt nicht auf 1317. Mit einem Spitzenrüstungsloot schaffe ich das nicht. Deswegen hole ich mir jetzt erstmal überall die mächtige Ausrüstung ab. Nicht vergessen, wie gesagt, auch bei Ada vorbeigehen. Da gehen wir jetzt mal eben schnell nochmal eben hin. Dass ihr da auch nochmal guckt, was ihr da mitnehmen könnt. Vergesst auch nicht, die Beutezüge immer zu machen. Von Ada hier. Die hier immer einpacken hier. Ja, die hier oben. Fürs Transmog-System sozusagen.
habe bei jedem Scheiß immer so einen Wolfzug laufen und immer verschiedene. So, hier, guck mal. Bogenzielen haben wir hier einmal und Kriegsgeistlicht, Kriegsgeistzelle Mod. Könnt ihr bis 19 Uhr abholen. Solltet ihr auf jeden Fall mitnehmen. Werden mit Licht aufgeladen, indem du eine Kriegsgeistzelle aufnimmst. Ist zwar jetzt nicht ganz so gut, aber das Beste oder was wir eigentlich immer haben sollen oder was sehr gut ist, ist, muss man gucken, wo die ist. Ja, brennende Zelle jetzt nicht, aber sowas in der Art. Aber die beste ist eigentlich immer noch die hier. Globale Reichweite. Von dir erzeugte Kriegsgeistzellen wirken sich auf Ziele in größerer Entfernung aus und beschädigen sie. Das ist eigentlich so das, mit das Beste, wurde mir soweit empfohlen, hier vom Timmel Timmel auf dem Clan bei mir. Das soll das mit das Beste sein. Die anderen sind natürlich auch gut, aber das jetzt, was gerade im Angebot ist, bei Ada nicht ganz so. Ja, mit Licht aufgeladen, aber auf jeden Fall mitnehmen, weil es ist halt ein Mod, den man sonst nicht kriegt. Deswegen, ja, geht da nochmal vorbei und holt das ab. Definitiv. Ja, und sonst halt auch immer so vorbeischauen, ne? Und gucken, was sie dabei hat. Natürlich, und bei Banshee auch. Da gehen wir leider noch mal kurz vorbei bei Banshee, aber erstmal kurz noch den Loot hier mitnehmen vom Vagabunden. Hey, zeig, was du kannst, du Ass. So. Jetzt erstmal ein schönes Engramm. Ich glaube, mit dem Warlock bin ich jetzt auch hier am weitesten, glaube ich, was das Powerlevel angeht. Bin jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube schon. Ja, wie gesagt, sonst muss ich ganz viel noch in Override gehen. Dann startet ja dann die nächste Story-Sektion morgen vom Spleißer. Ja, und sonst gibt es eigentlich viel Neues. Eigentlich gar nicht. Schicksalsbringer will ich mir auch noch holen aus dem Raid, aber sonst. Einzige, was es immer neu gibt, ist, dass viele Bugs reinkommen, Glitches reinkommen und dass die Status einfach nur abnervt. Mehr ist dann eigentlich auch nicht. Ja, mehr gibt es eigentlich nicht. So, das ist schon mal schick. Haben wir mal was Höheres gekriegt, das ist schon mal gut. Ja, wir kommen voran, ne? Wir kommen voran hier mit dem Schaf. Guter Schaffortschritt. So, hier haben wir dann einmal Backup-Magazin und Sprintgriff. Okay, aber wie gesagt, bei Adamon ist dann ein bisschen besseres Angebot. Auf jeden Fall Mods sowieso, wenn ihr neu dabei seid, Mods immer alle überall mitnehmen. Nicht vergessen, ist essentiell und wichtig. Kaufen, kaufen, kaufen. Und hier auch Materialtausch machen, so wie ich es gerade auch mache. Und sonst will ich kein Material auch mal zu Spider fliegen und dort Materialtausch machen. Ja, das ist auch wichtig. Nicht, dass ihr das irgendwie verpeilt oder so, ist ja natürlich ärgerlich. Achso, hier habe ich auch schon noch höhere gehabt, sehe ich gerade. Naja, macht nichts. Warte mal, was nehmen wir denn hier nochmal eben? Was ist denn hier nochmal gut? Nikro 80, 80, 70. Ja, wie gesagt, einige Sachen habe ich noch nicht so ganz so hoch gelevelt und gute Werte drin. Da muss ich nochmal nachrüsten, irgendwann nochmal bei einigen Sachen hier. Aber insgesamt bin ich auf jeden Fall mit allen drei Schars zufrieden, was die Rüstung und Gesamtwerte angeht. Da kann man auf jeden Fall einiges mit anfangen. So, haben wir nochmal einen Season rein geschafft. Das ist auch schon mal ganz gut. Kommen wir schnell durch hier, würde ich sagen. Ich stehe zu Diensten. So, zack, zack, alles mitgenommen. Mal gucken, wie viel EP brauche ich noch zum nächsten Bonus? Gar nicht mehr so viel. Okay. Das ist, läuft gut. Das läuft gut. Wie gesagt, dann morgen zum Weekly Reset kriegt man ja wieder zweifach Boost auf die ersten 5 Season-Ränge. Dann bin ich da auch wieder weiter und habe dann auch direkt den nächsten Bonus abgegriffen dann. Eine gute Sache. Eigentlich eine gute Sache. So, jetzt mal eben schnell noch in die Helm geballert. Ja, wo ist sie? Da. Und dann holen wir da den Spitzungsrüstungshut noch ab. Ja, und dann bin ich mit dem Charakter hier eigentlich durch. Da muss ich mit dem Jäger das alles auch nochmal, wie gesagt, machen. Die ganzen Waffen, die ich hier habe, rüber transferieren zum Jäger und dort dann gleich einen Kram nochmal machen. Wie gesagt, ihr könnt immer nur die Waffen rüber transferieren, ist halt wichtig. Nicht vergessen, ich habe es auch schon mal vergessen gehabt. Hab da den ganzen Loot abgeholt und dann gucke ich doof, warum das nicht funktioniert hat mit den Powerleveln. Dann habe ich gemerkt, ups, ich habe die ganzen Waffen noch gar nicht rübergeholt von meinem Charakter. Ja, das war toll. Da habe ich drei Spitzenrüstungsaktivitäten gespielt und dann habe ich nichts Tolles gekriegt. Dann habe ich ganz gewundert. Ja, dann müsst ihr halt auch aufpassen. Wichtig, wichtig. Wichtig und richtig, richtig und wichtig. Irgendwie so. So. Ah, nochmal eine Waffe gekriegt. Okay. Müsste aber jetzt höher sein. Eigentlich. Wie gesagt, hier beim Speiserhandschuh, ne, wenn ihr halt die Tilgung erledigen möchtet, ja. Kotschreiter gibt es ja einmal, dann Signalverstärker. Es können nun zusätzliche Schwerkraftkanonen in Tilgung genutzt werden. Und hier nochmal Seiltänzer, der Speiserpanzerhandschuh kann jetzt genutzt werden, um in Tilgung Abkürzung freizulegen und Hindernisse zu beseitigen. Ja, das, wenn ihr das in 10 Minuten schaffen wollt, das ist ja auch so eine Frage. Also ich muss eh alles upgraden, davon abgesehen. Aber das ist natürlich auch wichtig, dass ihr erst das hier macht, Alright Effizienz, da kriegt ihr halt mehr entschlüsselte Daten, das ist schon mal wichtig, dass ihr das macht. Dann hier, um Sachen zu lagern oder zu, also beziehungsweise die Kapazität überall zu erhöhen, das ist auch wichtig. Aber sonst, wenn ihr die Tilgung halt,
die Herausforderung erledigen möchte mit 10 Minuten, dann ist der Baum halt wichtig. Ne? Ihr müsst das eben alles auch nochmal schön durchlesen. Einige Sachen stehen aber auch nicht dran. Aber sonst, ja, sonst könnt ihr halt nicht die Herausforderung schaffen. Und zwar diese hier, die ich auch noch nicht fertig habe hier. Express-Tilgung Labyrinth hier einmal in 10 Minuten schaffen. Ich habe es einmal, das Beste war bis jetzt 17 Minuten und 17 Sekunden mit dem Warlock. Ja, mit Jäger habe ich es noch nicht gemacht, glaube ich. Muss ich auch noch hinterher. Und dann mal gucken, ob ich das dann schnell hinkriege, weil ich jetzt noch den zweiten Baum da freigeschaltet habe. Aber wie gesagt, es läuft nicht weg. Die Herausforderung verschwindet nicht. Die könnt ihr auch nächste Woche machen, kein Problem. Oder irgendwann anders. Aber wie gesagt, das fehlt halt noch. Ist halt ärgerlich. Aber dieses Rumgespringen, sage ich ganz ehrlich, nervt halt mega ab. Ne? Das kann ich nicht anders sagen. Das nervt halt mega ab. Es ist halt mega unschön. Und ist richtig anstrengend. Das kann ich nicht anders sagen. Das dazu. Triumph habe ich noch irgendwie abgeschlossen. Hier habe ich auch noch mal gucken, welche. Exotische Quest hier, Logbuch-Einträge, okay. Ja, ich muss auch noch, ich war jetzt mit ein paar Leuten nochmal in der Vorzeichen-Quest drin. Wie gesagt, da gibt es jetzt ja auch Spitzungsrüstung, sollte ich da natürlich auch nochmal reingehen. Moment, ich muss noch ein bisschen was mitnehmen hier. So, was haben wir hier denn? Wo ist das denn? Da. Wrong. Ah, noch mehr. Okay, okay, kein Problem. Ich nehme alles mit. Weg des Spleißers, so, auch fertig. Das habe ich hier noch. Lore, aber die Lore, wie gesagt, ist ja auch gut geschrieben zum Teil. Ich habe mal ein paar Sachen durchgelesen, aber vorlesen tue ich sowas nicht. Das ist ja, würde den Rahmen sprengen. Mal gucken, was hier alles steht. Das sind ja echt ganze Bücher, die ihr lesen könnt hier. Aber es ist interessant. Das ist auf jeden Fall gut. So, was will ich jetzt noch machen? So sieht es im Moment aus. Zu den paar Dingern muss ich auch noch einlösen hier. Triumph habe ich gemacht. Ach genau, hier. Auserwählt. Wo war das denn hier? Da. Da fehlt mir immer noch ein bisschen was hier. Letzte Teil hier, Hinweise entdeckt, wird tatsächlich abgeschlossen. Da fehlen noch zwei Hinweise. Die habe ich noch nicht gefunden. Fehlen noch zwei, bin ich auch mit dem, bin ich auch endlich auserwählt. Habe ich immer noch nicht fertig gemacht. Ja, ich weiß auch nicht warum. Und sonst sieht es eigentlich ganz gut aus. Wie gesagt, mache dann jetzt weiter mit den ganzen Prozedere, wie ich es jetzt eben auch gemacht habe hier. Und dann, ja, Plan ist auch am Start. Und dann läuft das. Wurde auch alles abgeschlossen diese Woche. Sind Level 3 als Maximum erreicht. Ja, super Sache. Dann würde ich mal sagen, danke fürs Zusehen und bleibt am Ball. Zockt euch ein bisschen was zurecht. Aber wie gesagt, nicht, wenn gutes Wetter ist, ne? Dann geht ihr nämlich raus und spielt raus und so sieht es nämlich aus. So, reingehauen, bis zum nächsten Mal. Danke für den Support. Tschüss.